Meine Freunde, willkommen im A-Squad. Diesen Satz hast du wahrscheinlich schon in meinen Videos gehört oder auf Twitch gehört, jetzt mittlerweile auch auf Patreon. Ich habe mich dazu durchgerungen und dazu entschlossen, für dich da draußen exklusiven Bonus-Content anzubieten, den du sonst nirgendwo bekommst. Muss man ganz fairerweise so sagen, vielleicht, wenn du auf den Twitch-Streams dabei bist, dann ja. Ja. Ich habe überlegt, ich könnte nämlich auch komplette Twitch-VODs hochladen, aber in erster Linie richtet es sich eben um den Content, der auf YouTube gesperrt ist. Das heißt also, ich habe wirklich super viele Reactions gemacht, die kann ich auf YouTube nicht hochladen oder möchte sie nicht hochladen, je nachdem. Album-Reactions, die ich nicht hochladen kann, um dir draußen eine coole Experience zu bieten und den A-Squad so ein bisschen zu erweitern, habe ich gedacht, okay, let's go. Ich habe super viele Anfragen bekommen, ich möchte mit euch komplett transparent sein. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig in diesem Video. Super viele Anfragen bekommen, die gesagt haben, Mensch Andi, gibt es eine Möglichkeit, wie kann ich das? Und ich überlege schon sehr, 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 sehr lange darüber, auch wenn wir noch erstmal vier Wochen am Start sind gemeinsam und es den Kanal noch nicht so lange gibt, habe ich mir überlegt, hey, ich möchte euch da draußen eine Möglichkeit geben, diesen Content auch anzuschauen. Ich finde es persönlich die Reactions ziemlich cool, ne? Ich habe ja auch schon gesagt, hier die Alpha-Reaction von einem Kollegen, bei der ich dann irgendwie so erfahren habe, wie er oder dass er Felix Blume heißt, kann ich auf YouTube nicht bringen. Das finde ich ultra schade, da habe ich mich echt in den Arsch gebissen. So. Es gibt super viele Reactions, die ich nicht hochladen kann, die aber so Banger-Reaction-Content sind, einfach weil es wirklich First-Time-Reaction war und auch wirklich Knackpunkte so in meinem Deutschrap-Abitur-Vorbereitungskurs, den wir hier zusammen machen. Und da möchte ich euch einfach die Möglichkeit geben, für diejenigen, die sagen so, okay, ich will das gerne mir angucken, dass es da die Option gibt. Es gibt auch nur ein Membership-Tier. Ich mache keine 1000 Tiers, beziehungsweise jetzt erstmal nicht. Ich will einfach mal gucken, wie das so läuft. Ich bin auch ganz offen so, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht mit dem Channel. Ich habe super viele Ideen. Ich erzähle gleich nochmal, was ich so im Kopf habe. Einfach nur, dass du dir mal einen Einblick erhältst in das, was ich ja machen möchte mit dem Channel, was ich vorhabe. Und hier möchte ich, wie gesagt, ganz transparent sein. Ja, ich will mit euch, ich habe gesagt, wenn ich sowas mache, möchte ich komplett von Anfang an transparent mit euch sein und da auch ganz klar sagen, so hey, der Content, der auf Patreon kommt, die Leute, die mich da supporten, die sollen da auch so ein bisschen was bekommen. Ja, das ist jetzt nicht nur sowas, wo du sagst, okay, du knallst da irgendwie Content hoch, der auf YouTube nicht kommt. Ich habe auch schon überlegt, die kompletten Twitch-VODs, die ich halt auch auf Twitch leider nicht lassen darf, wegen Copyrights und so. Wie gesagt, Reaction-Game ist ein schwieriges, schwieriges Feld. Ich habe super viele Comments gelesen, die auch in die Richtung Monetarisierung gehen. Leute, ganz klar, ein für alle Mal. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gelesen oder so. Du kannst einfach 90%, 98%, ich würde mal sagen 99% von dem Content, den ich hier anbiete, kann ich nicht monetarisieren. Ich habe immer wieder Probleme mit Ads, ich habe immer wieder Probleme mit den Dingen und deswegen habe ich mich entschlossen, Achtung, Announcement zum ersten Mal, ich werde zukünftig die Ads, die Pre-Rolls und die Werbung von den Videos auf YouTube komplett runternehmen, bei denen ich weiß, ja, die im Prinzip für mich, ja, irrelevant sind. Da sage ich mir, okay, pass auf, dann gebe ich was zurück, nicht jeder hat YouTube Premium, nicht jeder hat sowas, dann nehme ich zukünftig da die Werbung komplett runter. Das heißt, bei den Videos, bei denen es nicht funktioniert und die mir keinen Kickback geben, nehme ich komplett runter und sage, okay, dann kannst du die auch for free dir anschauen. Also ohne Werbung, ohne negatives, ja, 5 Sekunden warten, dann bam oder irgendwelche Mid-Scroll-Sections oder so. Da habe ich mir überlegt, okay, Andi, wenn du so eine Patreon-Geschichte machst, dann kannst du das auch machen und ein bisschen zurückgeben. Und ich habe auf jeden Fall Bock darauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock darauf. Wie gesagt, der Link für Patreon ist in meiner Beschreibung, patreon.com/energizer. Und ja, ich bin echt mal gespannt. Also wie gesagt, ich habe dann auch super viele Ideen. Ich habe auch noch Ideen, Tiers einzubauen mit Special Requests. Also das heißt, wenn du jetzt einen Songwunsch hast, der dir so krass brennt und du weißt ja, ich gehe auf den Discord, die Abteilung durch, ich Instagram vielleicht auch nochmal bitte, seht vielleicht davon ab, zukünftig auf Instagram mir Song empfehlen oder Recommendations zu schicken. Ich habe so viele Nachrichten, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Auf Instagram hast du auch die Möglichkeit, mit mir ein bisschen in Kontakt zu kommen, wenn du an meiner Person interessiert bist, wenn du ein bisschen Content haben willst, der abseits jetzt von dem Reaction-Game läuft und da kannst du gerne, oder würde ich mich auf jeden Fall über ein Follow freuen, über eine Nachricht, wenn du mal Hallo sagst. Ich versuche auf die meisten Nachrichten zu antworten, auch mit Sprachnachrichten, Voices so, ich bin, keine Ahnung, weißt du ja, ich rede lieber, als dass ich texte. Und deswegen habe ich gedacht, okay, den A-Squad kann man hier ein bisschen erweitern, ja. Und wie gesagt, bitte nochmal,
stellt euch das nicht so krass vor. Stellt euch jetzt nicht vor, auch wenn der Channel jetzt knapp schon fast 1 Million, also 700 noch was 1000, ja, wir gehen auf die Million Channel-Views zu, auch wenn ich jetzt knapp 10.000 Abos innerhalb von 4 Wochen hier am Start habe, das seid ihr. Ja? Vergesst es bitte nicht. Ihr gebt mir die Plattform, die Möglichkeit, mich auszutoben. Ihr sagt, hey Andi, ich kam wegen dem Titel und bin wegen dir sympathischer Dude hängen geblieben, was ich immer noch krass finde, dass so jemand was sagt, aber ich finde es geil. Mir macht es so viel Spaß, ich habe es schon mal gesagt, dafür akzeptiert zu werden, so wie man ist. Ich bin dazu gekommen, YouTube zu machen, beziehungsweise den Channel zu kreieren, weil ich vor 5-6 Wochen echt eine schwierige Zeit hatte. So. Und ich will auch jetzt kein Tearjerker draus machen, nur das ist so meine Form des Outlets und der Verarbeitung. Und es ist krass zu sehen, dass Leute zu mir sagen so, hey, dank deinen Videos kann ich jetzt irgendwie allein im Raum sitzen. Oder dank deinen Videos kann ich ein bisschen abschalten, runterkommen. So, das bedeutet mir mehr als alles andere. Wirklich, ich nehme alles komplett von mir weg und ich sage so, hey, dafür hat sich das schon rentiert und ich bin mega dankbar. Und einfach, um hier noch ein bisschen was zurückzugeben, habe ich gedacht, okay, dann hau diesen Content auch noch online und mache es in der Form, dass man das irgendwie kuratieren kann, dass es jetzt nicht so ein heilloses oder so ein wahlloses, durcheinandergewürfeltes ist, sondern wirklich mit einem Konzept dahinter. Und das Konzept heißt eben, der Content, der nicht auf YouTube kommt, kommt auf Patreon. Ich muss mir überlegen, ich habe eigentlich vor, für jeden Patreon-Member auch einen eigenen Discord-Member-Status zu generieren unter den OG-Membern. Ihr wisst, der Rang wird nie wieder vergeben. OG-Member ist OG-Member, der wird nie wieder vergeben, aber knapp darunter, unter dem Level-System, ihr wisst es ja vielleicht, ich habe so ein Level-System, die Leute, die im Chat aktiv sind und die eben wertvollen Content auch chatmäßig dazu beitragen, nicht nur Spam, sondern ihr wisst, was ich meine. Die haben so ein Level-System und darüber könnte ich mir vorstellen, auch nochmal im Patreon Rang einzuführen als kleines Dankeschön. Also ich habe da super viele Ideen. Was auch noch spannend wird, was auch interessanter Content wird, ihr wisst es ja vielleicht, ich habe das Format Lass mich dir was zeigen, LMDWZ, habe ich vor, zukünftig einen Podcast zu machen. Ja? Spotify, Apple Music, auf allen großen Plattformen, die ihr euch vorstellen könnt, LMDWZ, Lass mich dir was zeigen. Ich will es nur anteasen, was genau da drin vorkommen wird, mit wem das stattfinden wird. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht wird es mal interessant. Klar, alleine ist natürlich auch eine Form. Es ist natürlich auch eine schöne Form, mehr jemanden ranzuholen, der komplett safe in dem Rap-Game ist und sich auskennt in allen Bereichen. Mal gucken. Ich bin am Überlegen, ich bin am Planen, es sind Gespräche am Laufen. Der kleine Andi macht... Also LMDWZ, lass mich dir was zeigen, könnte ein Podcast-Format nehmen. Das ist im Moment mein Arbeitstitel. Ich finde den Titel mega, mega geil. Ich habe ganz am Anfang wollte ich auch diesen Channel so nennen und dachte mir, Moment, warte mal. Aber warum macht es einfach nicht einen Podcast? Und da hätte ich wirklich Bock zu. Und da gibt es also 1000 Ideen. Ja? Also ihr seht, an mir liegt es nicht. Und ich hätte auch kein Problem, irgendwann zu sagen, ich mache das ganze Ding hier fulltime. Also bin ich ganz ehrlich und offen. Wenn sich die Möglichkeit mir bietet, bin ich der Erste wahrscheinlich, der auf den Zug aufspringen wird. Ihr wisst ja, ich mache das alles hier. Ich habe eigentlich noch einen Hauptjob in Anführungsstrichen. Das ist ja alles so meine Freizeit. Und falls ihr Opportunitätskosten kennt, ne? So dieses ein Video, das ich mache, oder beziehungsweise ein Stream, den ich mache, dafür mache ich halt was anderes nicht, was vielleicht besser wäre für mich. Wirtschaftlich gesehen, sowie ja, wahrscheinlich freundschaftlich, zeitlich, aber das macht mir einfach zu viel Spaß, um zu sagen, ich cancel das jetzt oder ich höre damit auf. Ja, also es gab auch einen Moment vor einer Woche oder so, da habe ich gedacht, okay, ich steige aus dem Ding aus, that's it. Einfach nur dem geschuldet, weil es wirklich ein Hype-Train ist, man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich ein wilder Sturm. Ich musste auch erstmal lernen, so wie ich meine eigenen Energielevel managen kann, damit ich das irgendwie langfristig durchziehen kann. Und mir macht es aber so viel Spaß. Ihr gebt mir so viele Leute. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du? Das heißt, diese Ideen sind im Kopf. Und wie gesagt, ganz transparent. Ich bin 100%ig transparent mit euch. Ihr wisst so, also wirklich die Revenue von YouTube, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ja, aber ey, ist wahrscheinlich noch nicht mal ein paar Sneaker drin. Es soll jetzt keinen auf die Tränendrüse drücken. Ich will nur so ein bisschen die Erwartungen runternehmen, weil viele, habe ich auch in den Comments gelesen, Kommentare, die in die Richtung gehen, können sich nicht vorstellen und denken so, ich bin jetzt schon YouTube-Millionär und so. Und dann denke ich immer, okay, eine McDonald's-Bestellung, wenn es hochkommt so. Ich will damit nur sagen, bitte denkt nicht, es geht hier nur ums Geld oder es geht, ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht schreiben mag, jetzt von unserem internen A-Squad nicht, weil ihr seid cool, aber es kann ja sein, das ist im Internet und es kann sein, ja, war doch klar, ich predikte jetzt schon, es werden Comments kommen von wegen, war nur eine Frage der Zeit, blablabla. Aber glaubt mir, hier geht es ja nur darum, um euch einfach einen Mehrwert zu bieten, Content auf Content. Und ich will es einfach ganz klar so sagen,
das ist kein Ding, Reactions, mit denen du reich wirst oder so. Ja, ich will es nur ganz ehrlich so sagen und ganz krass auf den Punkt bringen. Darum geht es mir auch gar nicht, nur in meinem Kopf bin ich schon wieder in dieser Spirale drin. Ich will euch nur ganz transparent ins Boot holen, warum ich das mache, warum ich Bock drauf habe, was meine nächsten Ziele sind, was die nächsten Steps sind. Ich will hier auch das Studio hier ein bisschen ausbauen. Ihr wisst es ja, ich habe ja dieses Hall-Ding da. Ich will so krass upgraden, upleveln, auch mit der Kamera. Ich will mir eine bessere Kamera holen. Ich habe so viele Ideen im Kopf. Ich will das Setting anders machen. Ich habe da hinten einen Raum, der ist sehr groß und der ließe sich perfekt dafür eignen. Ich meine nur, also ich habe so viele Content-Ideen im Kopf, ob es jetzt LMDWZ ist, der Spotify-Podcast, Apple Music und so weiter und so fort, ob es bestimmte Specials geben wird, ein bisschen mehr Real-Life-Content im Sinne von, will ich jetzt noch nicht so sagen, es wird auf jeden Fall einiges kommen und ich könnte mir vorstellen, da gibt es auch noch die eine oder andere Kooperation. Ich bin mit super vielen Leuten im Gespräch, ich habe auch Künstler, mit denen ich mich aktiv austausche, immer mal wieder, also es ist wirklich so ein bisschen Auch noch ein Thema wird Live-Coverage sein, also Coverage von Live-Konzerten, von Konzerten von Künstlern, mit Interviews, mit allem drum dran. Ich habe wirklich noch jede Menge vor und ich bin immer noch nicht satt und ich bin immer noch nicht in meiner finalen Form. Also, sorry für den langen Disclaimer, aber ich habe gedacht, es tut auch mal gut, mit euch so ganz offen darüber zu sprechen und mit den Leuten, ey, ihr wisst gar nicht, was das mir bedeutet. Das ist so ein krasses Ding und das ist mega nice und Leute, vielen lieben Dank. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Euer Andi.